Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Ute. Heute möchte ich euch dieses Muster zeigen, wie es gestrickt wird. So seht ihr, immer so dieses einzelnen Fäden, die von rechts nach links dann versetzt sind. Und finde dieses Muster, haben wir hier dieses. Also ich habe es gesehen, sagen wir mal so, fangen wir ganz von vorne an, bevor ich hier rumstotter. Ich habe es gesehen, das fand ich ganz toll. Die hatten das also wirklich hier einmal und dann wieder zwei Maschen links und dann wieder das Muster. Sah super aus. Also wenn ihr das so strickt, also da guckt jeder hin. Dann wird jeder sich fragen, boah, ist das ein tolles Muster. Wie geht das? Oder zeigst du mir das mal? Also ihr habt garantiert die Aufmerksamkeit dann auf euer ja, Stück, was ihr tragt. Oder Pullover, Polunder, Jacke oder Mütze, ja? Oder Socken. So, ich werde euch jetzt zeigen, wie das gestrickt wird. Ihr könnt unten wieder ganz normal anfangen. Wir stricken. Ich habe jetzt hier an der Seite, habe ich jetzt vier Maschen links gemacht, zwei Maschen rechts. Dann habt ihr drei Maschen links und zwei Maschen rechts. Ja, ich fange jetzt mal von der linken Seite an. So. Strich ich erstmal meine Maschen hier. Jetzt kommt das eigentliche Muster. Eins, zwei, rechts. Diese Masche abheben. Ja. Diese zwei Maschen hier rechts zusammenstricken. Dann diese hier rechts zusammenstricken. Und abheben. Und hier wieder. Eins, zwei. So, und dann meine Mustermaschen. So, seht ihr? Schon habt ihr das hier. Und jetzt kommt die rechte Seite. Also bei dem kleinen Muster gibt es gar nicht ganz so viel zu erklären. So, jetzt haben wir die rechte Seite. Eins, zwei, links. Die erste Masche rechts stricken. Dann diese beiden Maschen rechts abstricken und dann die erste, also ihr geht einmal durch beide Maschen durch, ja? So, durch beide hier durchgehen. Durch beide Maschen durch und dann geht ihr durch diese einzelne vorne die. Da geht ihr auch noch mal durch, ganz normal und schmeißt die Masche runter. Ja, so und dann wieder zwei links. Ja. Drehen die Arbeit. Jetzt kommt die linke Seite wieder. So. Zwei Maschen rechts. Eine Masche links stricken. Jetzt diese zwei Maschen links zusammenstricken. So. Und dann wieder die erste Masche, die auf der Nadel liegt, hier wieder links stricken. Ja? So. Und dann hebt das wieder ab. Und dann wieder zwei rechte Maschen. So. Und das ist euer ganzes Muster. Da brauche ich jetzt keine 10 Minuten erklären, oder? Jeder verstanden, wie es geht? So, also, ihr merkt euch das an, ihr habt eigentlich rechts und links immer das gleiche Muster. Ob ihr von links jetzt zusammenstrickt oder von rechts. Also, die erste Masche von den dreien, die erste stricken runter. Diese zwei hier. Die strickt ihr zusammen und dann habt ihr hier den Faden, geht ihr nochmal durch die erste und strickt auch diese und runterlassen. So, jetzt drehen wir es nochmal, noch einmal von der linken Seite und dann haben wir es, glaube ich. Dann haben wir es.
So. So, linke Seite. Eins, zwei, rechte. Diese, das sind die drei, die euer Muster eigentlich ausmachen, eine stricken. Diese zwei zusammenstricken. Und die erste Masche, also ihr habt sie jetzt zusammengestrickt, dann sieht es so aus, seid durch beide durchgegangen. Und jetzt hier, seht ihr, da liest der Faden, nehmt ihr den Faden nochmal und zieht ihn durch die erste Masche und runter. Fertig. Und das sieht super aus. Und jetzt eben habe ich mir einen zurechtgestottert. Jo, manchmal ist das so. Ich wäre ja auch kein Mensch, wenn mir das nicht mal passiert, oder? Und außerdem finde ich es manchmal ganz spaßig. Ich muss sich immer alles so durchzählen. So, das ist euer Muster. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist, ja? So. So, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Falls noch Fragen sind, dann fragt mich bitte. Ich unterstütze euch, soweit ich kann. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Viel Spaß mit diesem kleinen Video. Eure Ute.